Man hat weniger vom HC Sier. Was war der Unterschied heute in diesem Match? Ja, ich glaube, aufs Spiel raus gesehen, schlussendlich sind wir nicht genug Schlittschuh gefahren. Haben die 1-1 nicht gewonnen, haben uns nicht durchgesetzt in den Ecken. Und es ist auch ein Verhängnis geworden gegen Schluss. Und dadurch, dass wir auch viele Verletzte haben, war halt einfach, was wir müde waren, viel Training. Und es ist einfach nicht gegangen, heute es nicht wollen. Es ist ein Match, das etwas gekehrt hat. Sier geht in die Führung, dann ist Hockey Huttwil in Führung. Sier kehrt der Match wieder und am Schluss bekommt man gleich einen auf das Dach aus Sicht des HC Sier. Ist das frustrierend? Ja, es ist einfach, sagen wir, das erste Drittel sind wir gut gestartet, haben gute Impulse gesetzt. Und so wie schon in den letzten zwei Spielen, haben wir im zweiten Drittel die ersten 10 Minuten wir immer nachher, wissen nicht warum. Und schlussendlich, wenn wir die Goal bekommen, gibt es einen Knick in die Mannschaft. Und da muss man sich nicht verleiden. Ist es eine physische Frage, dass wir nicht durchziehen können? Nein, es ist mehr einfach im Kopf. Wir sind nicht parat. Wir kommen aus der Garderobe, sind ein bisschen am Lallen, weiss nicht was. Und es muss besser werden. Okay, merci Mike.